Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und hier geht es um einen Einstieg in die vektorielle Geometrie und die Frage, was sind denn Punkte in 1D, 2D und 3D, also eindimensionale, zweidimensionale und dreidimensionale Punkte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ein Punkt ist eigentlich nichts anderes als ein Ort, das er beschreibt, wo wir uns befinden. Und im Eindimensionalen haben wir nur eine Dimension, also eine Richtung, in die wir uns ausbreiten. Das kennen wir aus der Grundschule noch, das ist der Zahlenstrahl. Und dort wäre ein Punkt einfach ein Ort auf diesem Zahlenstrahl. Und das wäre hier zum Beispiel die 3. Dem kann man dann noch einen Namen geben mit einem großen Buchstaben. Das wäre dann der Punkt Q gleich 3. Ein anderer Punkt wäre zum Beispiel hier, der rote Bobble ist jetzt auch bei der 6, den geben wir im anderen Namen, Großbuchstaben P für Punkt und der hat ja die Koordinate 6. Also wenn ich sage, auf dem Zahlenstrahl male die 6 an, dann kriegt das jeder hin, der die erste Klasse erfolgreich absolviert hat. Wenn wir jetzt weitergehen, also eine Dimension höher, dann haben wir ja zwei Dimensionen, nämlich eine X- und eine Y-Achse. Also wir haben zwei Zahlenstrahle senkrecht zueinander gestellt. Das nennt man ein kartesisches Koordinatensystem, weil die Achsen rechtwinklig aufeinander stehen. Und wenn da jetzt einen Punkt reinmalen, dann hat der zwei Werte, die seine Lage beschreiben. Nämlich einmal, wie weit bin ich nach links oder rechts gegangen, das wäre die X-Koordinate. Und einmal, wie weit bin ich nach oben oder unten gegangen? Das wäre die Y-Koordinate. Aber auch diesen Punkt kann man natürlich anonym nutzen oder wir geben ihn einen Namen, nennen wir ihn P für Punkt. Wir können ihn auch Hugo oder Horst nennen. In der vektoriellen Geometrie schreibe ich die Koordinaten übereinander. Das heißt, der Punkt hier wäre als, also nicht nur als Name, sondern dann eben mit seiner Lage beschrieben durch zwei Klammern, wo die Koordinaten übereinander stehen. Die obere Koordinate wäre das x. Das kriegt man, wenn man von dem Punkt aus senkrecht runter zur x-Achse geht. Und das wäre hier die 1. Und die y-Koordinate kriegt man, wenn man praktisch rüber senkrecht zur y-Achse geht. Dann landet man bei der 2. Das wäre die Y-Koordinate. Also der Punkt, der rote Bobble mit dem Namen P, liegt bei 1, 2. Gut, wenn wir noch einen anderen Punkt nehmen, zum Beispiel diesen hier, dann können wir dem auch einen Namen geben. Und weil ich so wahnsinnig unkreativ bin heute, heißt der Q. Und auch der hat eine Klammer, die angibt, was eben zum Punkt zusammengehört. Bei 1D-Punkten kann ich auch Klammern machen, aber da weiß man es nur eine Zahl, was da zusammengehört. Hier, dass ich weiß, diese Koordinaten bilden zusammen einen Ort im Raum, Klammern und dann eben oben hin die X-Koordinate, das wäre die 3 hier, und die Y-Koordinate, das wäre die 1. Also bei 1D-Punkten habe ich eine Zahl, bei 2D-Punkten, zweidimensionalen, habe ich zwei Punkte, jeweils den Wert für diese Dimension, hier xy. Und erstaunlicherweise bei 3D-Punkten habe ich drei Koordinatenachsen, drei Werte, die ihn beschreiben. Hier kann man schlecht auf dem Bildschirm darstellen. Wir können nur eine Projektion machen. Also wir können das irgendwie auf 2D abbilden. Das klappt aber bei Computerspielen super, bei 3D-Filmen super. Wir Menschen haben dafür ein gewisses Verständnis, auch für so abstrakte Sachen. Im Matheunterricht geht hier die X1-Achse, also die erste Koordinate, nach vorne zu uns. Die X2-Achse geht praktisch nach drüben und die X3-Achse nach oben. Das kann ich natürlich eigentlich benennen, wie ich will. Und wer schon mal mit 3D-Systemen gearbeitet hat, weiß, dass manche das auch anders haben. Bei manchen geht Z nach oben oder Z nach hinten. Und hier wäre Z unser X3, wenn es nach oben geht und sonst halt minus X1. Aber im Matheunterricht und im Mathe-Abi findet das Koordinatensystem eigentlich immer so vor. Wenn wir jetzt einen Punkt haben, nennen wir ihn Q oder A oder B. Nein, wir nennen ihn Q.
Und dieser Punkt hat die Koordinaten 4, 3 und 1. Dann wäre die 4 die erste Koordinate, die kommt auf die x1-Achse. 3 wäre die zweite Koordinate, kommt auf die x2-Achse. Und 1 ist die dritte Koordinate, die kommt auf die x3-Achse. Also von oben nach unten einfach durchnummeriert, weil Mathematiker genauso unkreativ sind wie ich. Aber das macht das Leben tatsächlich leichter. Gut, wenn wir den jetzt zeichnen wollen, dann können wir diese Koordinaten in beliebiger Reihenfolge, aber immer an die richtige Achse anzeichnen. Ich fange hier mal mit von unten her an, also die 1 wäre in die x3-Richtung, also gehe ich 1 hoch. Ich hoffe, man sieht es gelb. Mit der x2-Achse, also diese blaue 3, die gehe ich dann praktisch nach rechts rüber. So. Und die x4, die gehe ich jetzt leicht verkürzt, dass es für uns perspektivisch okay aussieht, wenn wir mal einen Körper hier zeichnen, so schräg im 45-Grad-Winkel nach vorne. Na gut, eigentlich ist ein 135-Grad-Winkel, man kann sich da echt streiten. Also gehen wir parallel zur x1-Achse nach vorne und dann können wir da einen Bobble hinmachen, das ist unser Punkt. Muss ich das in dieser Reihenfolge angehen? Ne. Es ist ja der gleiche Punkt, egal in welcher Reihenfolge ich die Koordinaten mache. Also ich kann auch bei x2 anfangen und 3 rübergehen. Und dann mit x1 4 nach vorne. Und dann nach oben. Pada! Bin ich am gleichen Ort gelandet. Und natürlich kann ich auch zuerst x1 nehmen. Also ich gehe 4 auf der x1-Achse nach vorne. Dann gehe ich 3 in x2 Richtung nach drüben und dann gehe ich eben 1 in x3 Richtung nach oben. Ich lande immer beim gleichen Punkt. Hauptsache, ich trage die richtigen Werte an den richtigen Achsen ab. Gut, jetzt haben wir diesen wunderschönen Punkt hier. Wenn ich jetzt aber diesen Punkt mir nochmal vorstelle, der ja genau hier liegt, wo der kleine rote Bobble ist, dann ist es, weil ich es auf 2D-Papier zeichne, nicht eindeutig, also man kann diesen Punkt nicht ablesen. Er ist nämlich mehrdeutig, weil uns auf Papier eine Dimension fehlt. Oder auf dem Bildschirm, auf dem ihr es gerade anguckt, der ist auch nur zweidimensional. Irgendwann kommen holographische Projektoren, dann wird es viel einfacher. Viel einfacher. Also, was meint der alte Mann ohne Haare? Wenn wir jetzt 2 rübergehen auf der x2-Achse und in x3-Richtung 0 hoch oder runter, also wir bleiben genau da, wo wir sind, und dann gehe ich so schräg nach vorne, dann lande ich da auch und ich bin jetzt genau 2 nach vorne gegangen. Das heißt, dieses Pünktchen hier könnte auch sein Q220. Der würde beim Zeichnen genau auf dem Punkt 431 liegen. Und wer es noch nicht glaubt, ich kann das nochmal anders machen. Ich kann einfach 1 in x2 Richtung gehen und dann einfach minus 1 nach unten. Und in x1 Richtung bin ich 0 gelaufen, aber ich lande am gleichen Punkt. Das heißt, ups, der da, 0, 1, minus 1 ist der jetzt aber gleiche Punkt. So, jetzt bin ich weg. Also, da komme ich zeichnerisch am gleichen raus. Das heißt, was ihr nicht machen könnt, ist Punkte, wenn man sie so dreidimensional auf 2D-Papier zeichnet, wieder ablesen. Ist nicht. Okay. Dieser Punkt hier hat also viele Gesichter, aber er ist auch 431. Ich kann das auch schön machen, wenn ich diese, also oder es besser darstellen, wenn ich die Koordinatenebenen einfärbe. Ich habe das jetzt mal hier gemacht. Also wenn man hier die untere rote Ebene, da ist jedes x1, x3, also da wo es nach oben geht, 0, also das wäre die x1, x2 Ebene. Bei dem blauen ist jedes x2 0, das heißt, ich hätte die x1, x3 Ebene, so nennt man die. Und ich kann dann noch die letzte Ebene einziehen. Das ist hier diese grüne. Die wäre praktisch x2, x3, da wo jedes
x1, 0 ist. Und wenn ich jetzt den roten Punkt nehme, der ist am Ursprung, dann kann ich den natürlich zeichnen, indem ich den erstmal in eine Achse schiebe, dann in der Ebene lasse und dann ziehe ich ihn daraus in die dritte Koordinate, also in die dritte Dimension. Ich kann das auch anders machen. Ich kann jede Achse, haben wir gesehen, beliebig laufen. Dann gehe ich hoch, damit bleibe ich immer in einer der drei Koordinatenebenen und dann schiebe ich noch raus. Und durch die gelben Linien und sieht man gut, wo er in den Koordinatenebenen dann liegt. Und die hellere Linie vom Ursprung aus, also von 0, 0, 0, geht zu diesem Punkt hoch. Dann sieht man, so weit habe ich den verschoben. Gut. Zusammenfassend kann man hier eigentlich nur sagen, 1D-Punkte haben eine Koordinate. 2D-Punkte haben zwei Koordinaten, wie zum Beispiel der Punkt 2, 3. Oben die eine Dimension, unten die andere. Und 3D-Punkte haben einen Kopf im Weg. 3D-Punkte haben drei Koordinaten, wie zum Beispiel hier dieser Punkt 7, 6, 9. Eine x1, x2, x3 Koordinate oder wer das nicht mag, eine x, y und z Koordinate. Aber Punkte sind einfach Orte im Raum und wenn ich mehr Dimensionen habe, werden es eben mehr Dimensionen. Eine Dimension heißt ein Zahlenstrahl, zwei Dimensionen heißen eine Fläche, drei Dimensionen sind ein Raum, ein Volumen. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, 4D-Punkte haben vier Koordinaten, 5D-Punkte fünf Koordinaten. Nein, das kann man nicht mehr gut zeichnen, aber man kann damit rechnen. Aber dazu später mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, das hat geholfen.